Hans-Ueli Lehmann, 3 Fragen, 3 Antworten. Der Bundesrat will in den Restaurant die Covid-Zertifikatspflicht einführen. Kannst du dir vorstellen, Gäste vor der Tür abzuweisen? Nein, als Gastronom kann man sich das nicht vorstellen, in so einer verrückten Zeit zu leben, dass ich einen Gast müsste abweisen. Wir leben in einer verrückten Zeit diesbezüglich, ja, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob wir Gäste müssen abweisen oder Gäste dürfen bedienen. Aber es ist eine unehrliche Zeit, weil auf der einen Seite sagt der Bund uns, Impfzwang gibt es auf keinen Fall. Und auf der anderen Seite sagt der gleiche Bund oder die Beauftragten vom Bund oder das BAG, ja, ihr dürft ohne Zertifikat kein Konzert mehr besuchen, ihr dürft kein Restaurant allenfalls mehr besuchen, ihr dürft keine kulturelle Veranstaltungen mehr besuchen. Also indirekt sagt man unseren Leuten, der Gesellschaft, hört, ihr dürft nur am sozialen Leben teilnehmen, wenn ihr geimpft sind. Und das geht einfach nicht. Das ist eine Heuchelei, wo entweder sagt man, klar, ihr müsst impfen, es gibt einen Impfzwang, dann ist man ehrlich. Und sonst ist man einfach unehrlich und versucht, etwas über die Hintertür einzuführen. Aber wieso sind wir so weit gekommen? Der Grund ist natürlich, an einem anderen Ort zu suchen. Wir haben es jetzt über ein Jahr hinweg geschafft, dass wir unser Gegenüber, den Mitmensch, als virale Bedrohung sehen. Und so sind wir zu unserem eigenen Feind geworden. Weil der andere ja könnte ungeimpft sein und eine virale Bedrohung sein. Obwohl Geimpfte und Ungeimpfte ja virale Bedrohung sind. Aber so haben wir es geschafft, Leute zu klassifizieren in Gute und Böse. Geimpfte und Ungeimpfte. Und das ist ganz, ganz eine gefährliche Entwicklung, wo ich nicht daran teilnehmen möchte. Darum bei uns im Riverside sind die Geimpften und die Ungeimpften ganz herzlich willkommen. Anfang nächstes Jahr möchtest du mit dem Bau des Hotelprojekts Riverdock starten. Bist du ein Spinner oder wieso baust du gerade jetzt ein neues Hotel? Ja, ob ich ein Spinner bin, das muss man anderen Leuten überlassen. Manchmal kommt mir schon vor, dass ich ein Spinner bin. Aber das Hotelprojekt ist seit 1,5 Jahren bewilligt. Und so eine Baubewilligung ist 3 Jahre gültig. Und irgendwann muss man den Mut packen, muss das Herz in die Hand nehmen. Und auch das Risiko wieder eingehen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir hier im Riverside die Möglichkeit haben, da noch mal zu expandieren. Und dafür brauchen wir oft noch mehr Hotelkapazitäten. Natürlich wird das dann nach mehr Seminarräumen rufen und vielleicht auch noch eine Veränderung in der Gastronomie. Aber auch diese Herausforderung nehme ich gerne an und will da oft noch mal etwas Schönes, etwas Tolles realisieren im Zürich Unterland. Stell dir vor, du musst oder darfst auf eine einsame Insel, kannst aber nur gerade einen Gegenstand mitnehmen. Was nimmst du mit? Ein Gegenstand? Ja, ein Glas Wasser. Wenn ich auf einer Insel bin, dann überlebe ich noch ein bisschen länger. Danke vielmals. Gern geschehen.